Grüezi miteinander. Herzlich willkommen in Solothurn. Wir sind hier 6 Uhr morgens über den Dächern von Solothurn in einem wunderschönen Turm, in dem wir übernachten dürfen. Ich hoffe, dieses Bild ist für euch auch sichtbar. Das Morgengrauen hinter der Stadt und die Altstadt von Solothurn. Wunderschön. Sehr verträumt. Jetzt gebe ich gleich ein Seminar mit Spirit and Soul mit Ronald Potthoff und Karin Schwab. Die sind beide Coaches hier in der Schweiz. Und wir machen ein 2-Tage-Seminar gemeinsam. Und wir frühstücken schnell, dann geht's los. Ihr dürft mitkommen. Lebe deine Träume. Das ist, was der gesamte Kosmos sich von uns wünscht. Er kommuniziert durch Träume und durch Sehnsüchte mit dir. Und mit Träumen meine ich nicht, dass du schlafen sollst. Wunderbar, wunderschön, dass ihr die Welt gefunden habt. Und jeder von euch ist hier aus einem Grund, der ihn gezogen hat. Etwas, das er vielleicht oder sie vielleicht gefühlt hat, was nun Zeit ist, anzuschauen. Und da möchten wir natürlich auch etwas dazu liefern. Und die Erklärung, weshalb das etwas denn, nach welchem Gesetz sollte das überhaupt funktionieren, dass da ein bisschen mehr Klarheit mit reinkommt. Sag mal, einem Baum, ihm fehlt das Talent, um zu wachsen. Der lacht dich aus mit seinem ganzen Wald, wenn er nicht so beschäftigt mit Wachsen. Und so ist es bei Kindern so wunderbar zu beobachten, dass jedes Kind diesen Grundoptimismus in sich bringt. Und vielleicht kannst du ein Pulsieren spüren. Vielleicht einfach ein warmer, wunderbarer Fluss. Nimm wahr und lasse zu, dass nun diese Liebe von dir zu dir fließen mag. Du kannst kämpfen, so schließen, ohne Werte verachten oder Menschen, die dich kritisieren, als Lehrer betrachten. Als Steigen auf deinem Weg kannst du Glück glauben, du kannst weiterfliegen oder auch nicht. Du kannst kämpfen und so vieles ohne Werte verachten oder Menschen, die dich kritisieren, als Lehrer betrachten. Aus Steinen auf deinen Weg kannst du Brücken bauen, du kannst weiter flehen oder... Wir haben gerade Mittagspause vom Seminar und genießen die wunderschöne Umgebung in Solothurn. Schau euch das mal an. Ganz klar gesagt, es geht darum, was wir fühlen, und das erleben wir in der Entsprechung in der Außenwelt. Es bedeutet aber, dass wir es wirklich fühlen müssen und dass es eben nicht leicht ist, nur zu sagen. Deshalb leuchtet und traut euch zu lächeln. Nein, Frau Hohenlanger, da geht es mit der Geschlechtlichkeit. Das kennen wir, da können wir uns etwas vorstellen, alles hat eine Geschlechtlichkeit. Und wenn wir verstehen, dass Rhythmus und Zyklen zu unserem Leben gehören, wenn wir verstehen, dass sie unabdingbar sind, dann können wir ganz anders damit umgehen. Reinatmen, spüren, fühlen, auch diese negativ bewerteten Körperempfindungen und Emotionen. Und dann das einfach da sein lassen, ohne zu bewerten, ohne zu beurteilen. Beispielsweise Widerstand ist eine unglaublich hohe Energie. Also wir verbrauchen fast bei nichts so viel Energie wie beim Widerstand. Wenn ich mich gegen etwas wehre, dann werde ich es manifestieren. Und umso stärker ich mich dagegen werde, umso stärker werde ich es manifestieren. Mutter Teresa hat mal so schön gesagt, ich werde niemals auf eine Antikriegsdemo gehen, aber auf eine Friedensdemonstration können Sie mich herzlich gerne einladen. Das ist ganz bewusst zu leben. Und wenn wir morgen in die Visualisierung gehen und ihr wisst, wie die Bilder auszusehen haben für eure Träume, dann habt den Mut, das einfach auch zu leben und nach außen zu tragen. Und die Bilder an unseren Wänden und die Komposition von allen Zeiten und die größten Erfindungen und Bauwerke, all das stammt aus den Herzen von Träumern. Also braucht unsere Welt Träumer dringender. Also lasst uns träumen und lachen. Herzlich willkommen zu Tag 2 unseres Seminars. Ihr seht hinter mir den Sonnenaufgang, 6 Uhr morgens in Solothurn. Ich nehme euch mit.
meine Lieben, wir sind jetzt hier am Tag 2 in Solothurn. Gerade eben im Schnelldurchlauf hierher gefahren, wie ihr gesehen habt. Schaut euch mal den wunderschönen Raum an, in dem wir heute sind. Direkt an der Aare in Solothurn. Und ein ganz, ganz altes Gebäude. Der Boden ist 300 Jahre alt. Perfekt zum Tanzen, wie man nachher sehen wird. Und jetzt geht's los. Und da kommt dieses Leuchten, könnt ihr das sehen? Und dieses Leuchten, um das geht es, wir suchen dieses Leuchten in den Augen. Ich habe gesagt, also wenn das so wäre, das wäre schon geil. So, wie ich höre genau das Gleiche, als er von den Kindern gesprochen hat und davon, dass es sein Wunsch wäre, mit Kindern schon zu halten, die Augen haben sofort geleuchtet. Ja. Die Stimme hat sich verändert, sogar die Haltung verändert sich. Ja. Das ist es. Das Gemälde unserer Vorstellung erschafft das eigene Leben, wie sich auch Ideen aus einem kleinen Keim erheben. Aus kleinen Wegen wird die Straße, die zum Himmel führt. Und du sie findest, sagt die Stimme, die man in der Stille spürt. Die Wirkungen des Lebens kannst du kraftvoll bestimmen, denn alle Macht kommt von innen. Mal die Bilder durch Gedanken in den allerschönsten Farben, dass die Linie deine Schlange in die Höhe tragen. Dann bin ich aber, wenn ich dankbar bin und eigentlich so, das auch so ausspreche, als hätte ich das erhalten als Geschenk, bin ich in der Energie und in meiner inneren Haltung auch so, als hätte ich das bereits, als sei das bereits in mein Leben getreten. Und so schaffe ich zusätzlich eine Resonanz, ich strahle das dann schon aus, denn ich danke ja schon für etwas, das ich erhalten habe, dann kann das auch in mein Leben kommen. Und dann macht ihr euch davon eine Tafel, ein schönes Bild. Das ist einfach Symbol dafür, dass es euch daran erinnert, dass ihr euch immer wieder euren Träumen widmet. Und denn dein inneres Kind möchte dir jetzt gerne über den Film, der jetzt am Himmel abläuft, zeigen, welches eure Träume sind. Wer du wirklich bist und weshalb du hierher gekommen bist. Weshalb du diese Reise auf dich genommen hast. Was willst du ausdrücken? Was ist deine Berufung? Und nehme weiter wahr, spüre, fühle. Vielleicht hörst du was, vielleicht kannst du was sehen. Nehme wahr, was sich dir nun zeigt. Wir sind in der letzten Pause, kurz vor Seminarende. Schaut mal, wir haben hier noch wunderschöne Seminarbescheinigungen für alle Teilnehmer, die ich gerade noch unterschreiben darf. Und jetzt, bevor ihr gleich den Abschluss des Seminars seht und des schönen großen Videos, lade ich euch ein, schaut euch noch die letzten Dates an. Ich gebe noch 4 Seminare in Deutschland dieses Jahr, 4 Feel-Good-Seminare. Wie es nächstes Jahr ist, weiß ich noch nicht, wegen des neuen Albums. Aber ihr seht im Abspann gleich noch die 4 Orte, es ist noch Schwerin, Saarland, München und Puderbach bei Köln. Ansonsten gibt es noch ein paar Konzerte, schaut euch das an. Ich freue mich drauf, wenn ihr Feedback zum Seminar habt oder zu den Inhalten im Video, auch wenn ihr nur kleine Ausschnitte seht, schreibt in die Kommentare. Passt auf euch auf, bis bald. Ciao.